Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW. Und ihr merkt schon, wir sind irgendwo anders als in Winterquell. Und zwar in der Dunkelmondinsel oder auf der Dunkelmondinsel, denn ich hatte Bock, hier mal hinzugehen und einfach mal im Let's Play diese Berufsquest zu machen und euch einfach mal im Let's Play auch die Insel zu zeigen, wie sie zum Stand Waters of Draenor ist, also jetzt. Und vielleicht wird er irgendwann anders sein, deswegen einen kleinen Einblick können wir euch jetzt schon gewähren. Warum zoome ich eigentlich so zurück? Komisch. Jetzt nicht mehr. Jedenfalls können wir uns auch mal hier ein bisschen umgucken. Ich liebe ja das Fernglas. Da kann man super ranzoomen. Finde ich cool. Ich liebe so kleine Gimmicks. Auch die ganzen Spielzeuge und sowas. Er freut mich immer wieder. Möglicherweise befindet sich diese Insel auch, oh mein Gott, im Magen von K'Thun. Und das ist eine riesengroße Patate. Oh mein Gott. Mit diesen Insider. Ich glaube, ich sollte die rauslassen. So. Oh, wow, wow. Geil. Die sehen immer richtig schön aus, diese Lampen. Ich mag die richtig. Auch die Augen vom dunklen Mond-Jahrmarkt sehen irgendwie wie die alten Götter aus. Vielleicht haben die ja wirklich was mit den alten Göttern zu tun. Hallo? Banner, überall Banner. Ah, gut. Sucht nicht, was müssen wir machen? Stellt mit einem groben Faden sowie roten und blauen Farbstoff zusammen mit dem Bannersets des Dunkelmondjahrmarkts ein Banner des Dunkelmondjahrmarkts her. Steckt es in einen Haufen loser Steine auf dem Lagerplatz des Jahrmarkts. Wunderbar. Ich machte es hier auch eher, um die Berufe zu leveln. Jetzt ist raus. Hui. Ich liebe Schweinchen. Ich will unbedingt diesen Hölleneber haben. Und dafür muss man Säbelpirscher ehrfürchtig sein und 5000 dieser Zähne haben, die man farmen muss. Ich habe gerade 200. Boah, der ist so cool. Den will ich unbedingt mit meinem Zwerg haben. Beziehungsweise ich farme das gerade mit meinem Paladin, der im Moment auf Schutz geskillt ist. Halt einfach nur um mal zu versuchen, wie es ist, einen Schutz-Paladin zu spielen und vor allen Dingen irgendwie das vielleicht hinzubekommen. Sammelt 6 Wahrsagestaub, indem ihr abgelegte Waffen, die auf dem Platz des Dunkelmarkts liegen, entzaubern. Okay. Ich bin bereit zu erfahren, was das Schicksal für mich bereithält. Nun gut. Ihr wurdet von euren Lehnsherren beauftragt, seine Kornfelder vor Wilderern und Dieben zu beschützen. Nö. Das ist immer dieses ganz, ganz merkwürdige Ding. Da muss man halt immer... Ach, hier sind lose Steine zum Beispiel. Da muss man immer so eine Fragen beantworten und am Ende sagt ihr dir halt, ja, du bist das und das, ganz toll. Und darauf habe ich keine Lust. Gut, wir brauchen 6 Waffen. Grober Faden, blauen und roten Farbstoff. Den bekommen wir höchstwahrscheinlich nur in Goldhain. Beziehungsweise in jedem anderen Dorf wahrscheinlich auch, aber Goldhain ist das nächste. Ich glaube nicht, dass wir den hier auf dem Jahrmarkt bekommen. Ist ein bisschen schade. Und ich habe gestern, waren da ganz, ganz komische Leute in diesem Zelt und haben irgendwie gegen Hordler versagt und hatten da sehr viele Spielzeuge und haben dann gegen Hordler gewonnen. Und dann waren da alles ganz toll. Genau, das ist passiert. Ich wusste gar nicht, dass hier Blümchen drauf sind. Du musst immer im Mittelpunkt stehen, wa?
blödes Juckpock. Ding. Viech. Teil. Uiuiui, ich schwitze mich wieder tot, ey. Warum ist mein scheiß Zimmer so warm? Wenn es nicht warm ist, ist es kalt. Das Zimmer ist einfach tödlich. Ganz schlimm. So. Jetzt haben wir sehr viel Wasser gestaubt und geben es dem guten Typi. Es wäre natürlich auch schön, wenn wir jetzt irgendwas finden würden. Zum Beispiel ein Händler. Wir haben ach ja, der verkauft diese coolen Sachen. So. Damit haben wir jetzt 5 Punkte in Verzauberkunst bekommen. Und das ist ganz toll. Gut, dann gehe ich mal ganz schnell nach Goldhain, dann wieder in den guten Laden hier, auf den guten Jahrmarkt. Und dann gehen wir auch zurück nach Winterquell. Das ist hoffentlich ein bisschen kühler als hier. Ich schwitze mich tot. Aber vielleicht haben die hier hinten diese Fischer Handwerkswaren. Das kann sein. Angelpreise. Trödelt nicht. Wir haben geöffnet. Nö. Möge das Licht. Schade. Na dann, das Portal zurück. Und? Hallo. Braucht ihr Hilfe? Wir brauchten grober Faden, nicht wahr? Seid vorsichtig. Genau, grober Faden und Farbstoff. Ich kaufe und handle. Für die Allianz. Blau und Rot ergibt nämlich Lila. Die Farbe des Schattenhammers. Und des Dunkelmondjahrmarkts. Der mich irgendwie immer noch daran erinnert. Ein ganz, ganz komischer. Was ist mit ihm los? Der Typ hört's drauf. Boah, wo sind denn jetzt die losen Steine? Da! Yay! Toll! Ganz groß, klasse. Nicht vergessen. Und wer seid ihr? Tschüss. So, dann haben wir jetzt alles geschafft und wir verpissen uns von hier. Mit mich! Wir sind jetzt da. Möglicherweise ist die Dunkelmondinsel auch so eine private Hölle. Ich glaube, ich breche auch da oben die Quests ab. Diese Winterquell oben Quests, nennen wir sie jetzt mal. Und ich nehme einfach mal die Quests hier an. Ich glaube, die sind mich ein bisschen näher an meiner Stufe dran. Lille, die Liebliche. So sieht's auch aus. Seit Wochen streiten wir drei uns darüber, wessen Waffe die besten sind. Niemand soll behaupten, dass meine Streitkolben zweitklassig wären. Killrams Äxte und Seerenschwerter kommen niemals an die Stärke meiner Waffe heran. Der Streit geht mir auf die Nerven. Ich werde den Weisen mit einer kleinen Vorführung beweisen, dass ich recht habe. Würdet ihr bitte nach draußen gehen und dies Felsklaue sagen, dass er den größten Felsbrocken brauche, den er auftreiben kann? Na sieh! Was liegt an? Lilith möchte also, dass ihr einen Felsbrocken in das Observatorium bringe. Das ist mein Geschäft. Kompakte Waren, normalerweise bla bla bla. Und wir sollen ihn beschatten.
die guten Quest-Steinchen. Da oben. Geröll. Er braucht Geröll. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir die Quests hier einfach nicht. Wie ist das ganze Gebiet nicht so meins? Ich weiß auch nicht. Ich überlege gerade, sollen wir wirklich... Ich mag auch die Innis nicht. Ich mag dieses, die Levelphase von 55 bis, Dings auch sowieso nicht. Von 55 bis 60. Von 60 bis 62 ungefähr geht es dann wieder. Höllenfeuer, Halbinsel ist schön, Wälder von Terraka gehen und Schattenmortal Netherstorms sind so meine Lieblingsgebiete in der Scherbenwelt. Aber an sich sind die Quests in der Scherbenwelt tatsächlich irgendwie die schlechtesten im ganzen Spiel. Das ist aber auch wirklich, weil dies die ältesten sind halt. Da kann man auch wirklich nichts gegen sagen, dass sie sind halt alt. Deswegen machen sie halt nicht so viel Spaß. Weil man ja natürlich jetzt die ganzen innovativen Ideen von Cataclysm hat, unterschiedliche Quests und sowas, aber wenn die jetzt natürlich, wie von WoW Classic, sind die Quests auch nicht so originell. Sie sind halt bockschwer und haben eine relativ gute Story, aber sind innovativ und mal, also sind kaum innovativ. Das heißt, man muss immer nur töte 5 von denen, töte 5 von denen, hol 5 von dem, hol 5 von dem. Und dann noch so in die Länge gezogen, weil es überhaupt nicht balanced war. Man muss wirklich sagen, es gab wirklich viele, viele, viele Vorteile mit Classic und so. Aber auch sau viele Nachteile, dass man 1000 Quests, dass es so frustrierend war und so. Muss man einfach sagen. So viele Vorteile wie Classic hatte, hat es auch Nachteile. Und ich glaube, man romantisiert es immer, weil man es damals war. Auch wenn ich das ziemlich oft tue. Hierfür bräuchte man wirklich, für Kamerafahrten bräuchte man so einen Controller. Damit kann man es, glaube ich, besser machen. Was brennt da hinten? Oder ist das nur der Schnee? Es fängt an zu schneien. Mir ist jetzt schon kalt. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn es hier so schneit. Kann man von hier aus den Berg Hyjal sehen? Wenn dieser riesengroße Baum vor mir das nicht... Ah, da oben ist er. Ich glaube, ich gehe mal auf die Schneewehe da oben. Hier oben. Und starre dann mit dem Fernglas ein bisschen über Winterquellen. Und vor allen Dingen auf den Berg Hyjal. Denn dort spürt die gute Mariku sehr, sehr starkes Feuer brennen. Das stärker ist als die Grundfesten der Erde. Obwohl ich denke, Dämonenfeuer ist wirklich stärker. Sollte fast in jedem Spiel so ein Fernglas geben. Dort oben ist er. Mount Hyjal. Und wirklich der Weltenbaum. Schade, dass man ihn nicht so wirklich sieht, wegen dem Nebel. Seine Wurzeln und Ausläufer gehen quasi bis hier. Eine Höhle. Ich spüre mächtige Magie in ihr. Oh, ein Lagerfeuer. Da sollten wir gleich mal hin. Vielleicht gibt's da Quests. Find schade, dass wirklich... Da hinten sind Ruinen irgendwo. Genau. Sieht man auf YouTube wahrscheinlich nicht. Da oben ist Jukpok. Find ich schade, dass die Sichtweite in WoW doch relativ gering ist. Ich finde, mit so stärkeren PCs sollte man wirklich die Sichtweite auf,
sehr, sehr weit machen kann, dass man eine richtige Sichtweite hat. Also sehr, sehr. Es gibt ein Hack, also eine Art Add-on, wo man das tatsächlich machen kann, die Sichtweite auf irgendwie 16.000 machen kann und dann startet man bis, keine Ahnung, kann man von Mount Hyjal bis Uldum gucken. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht das der Sinn der Sache. Kann ich behilflich sein? Bis bald. Meine Waren sind Ui. In höchster Qualität. Kaufen wir mal ein paar Trichterwindtau. Ich glaube, meine Probleme werden wir nicht haben. Ein Gruppchen von Hochelfen ist hier. Oh, was wollt ihr vom blauen Drachen schwammen? Mhm. Hochelfen? Ich bin ganz Ohr. Man ja, okay. Schade. Ich dachte, wir vielleicht geben die uns ein paar Quests, aber anscheinend noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Folgequest. Ui, was ist denn das für ein Viehchen? Verändertes Tier. Hm. Sieht stärker aus. Ich habe hier tatsächlich, ich weiß, was in der Höhle ist, weil ich da nämlich einen NPC beim Rüberfliegen gefunden hatte und ich wollte wissen, was das für ein NPC ist und dann habe ich das gegoogelt. Aber gequestet selbst habe ich hier nur diese Questreihe, wo die Leute immer darauf schlagen, auf dieses, mit ihren Waffen, auf sie schärfen möchten und testen und zeigen wollen, wie toll sie sind. Und die Holzschlundfeste. Mehr habe ich leider nicht gemacht. Bisschen schade. Obwohl, vom Design her kann man ja gar nichts sagen, auch wenn das Liederne ein bisschen komisch ist. Ach, vielleicht ist mir auch zu wahr. Ich merke einfach gerne. Und jammer. Aber das ist mein gutes Recht. Ich habe ein Recht zu jammern. Bitte, wie versprochen, ein Fels in einer Kiste. Darum hat Liv doch gebeten, oder? Sie ist meine einzige Kundin. Was benötigt ihr? Die dunkle Fürstin. Seht her und weint. Seht ihr? Nichts schlägt die vernichtende Flacht. Macht meiner Hämmer. Ja. Nur mehr Hämmer. Ich würde dann auch mal sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part und bis denn.